Remember, a new place ain't nothing but a place you ain't never been. Huh? I don't know. My granddaddy used to say it. We moved around a lot when I was a kid. Have a good game, DJ Road Warrior. You like that? DJ Road Warrior. Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu NBA 2K18 und der Karriere. Es geht heute gegen die Denver Nuggets. Ja, einfach easy zocken. Easy in Anführungsstrichen. Auf Hall of Fame, ich wurde jetzt schon wieder das ein oder andere Mal gefragt. Schwierigkeitsgrad mittlerweile Hall of Fame. Und das funktioniert auch ganz gut, muss man ehrlich sein. Ich habe zwar jetzt schon länger keine Karriere mehr gespielt, da ich momentan auch ein klein wenig im Call of Duty Fieber bin mit meinen Buddies, also mit meinen ganz normalen Freunden, nichts mit YouTube oder sonst was. Und jetzt auch gerade eben mit FIFA Ultimate Team angefangen habe. Aber ich vertraue einfach mal darauf, dass ich das trotzdem jetzt hinbekommen werde. Und Joel gegen Jokic. Die Nuggets nicht so stark reingestartet, wie man das Ganze erwartet hat. Trotz allem, das Potenzial ist ja auf jeden Fall da. Wir setzen unsere Position. Saric mit dem Ballverlust, nachdem ich ihm den Ball da übergebe. Harris. Jokic ist da viel zu frei und macht den dann natürlich auch souverän rein. Ich wollte gerade schon sagen, die werden mich ja jetzt nicht gleich zu Beginn doppeln. Das wäre ein klein wenig extrem. Ja, Fultz wäre da eventuell in der Position gewesen, ne? Embiid. Oh, Juk. Okay, da hat er total krass über ihn drüber gegriffen. Ne? Da hat man natürlich sofort den Größenunterschied gesehen. Und der darf nicht gehen. Der ist sowas von contested, aber... Schön. Der erste Wurf geht dann halt natürlich dementsprechend daneben, weil ich da leider auch keine gute Wurfposition hatte. Jokic. 2 Punkte nach 2 Minuten. Ein Spektakel bisher. Ja, und Jokic macht die nächsten Punkte. So. Jokic macht da gar keine Anstalten, ne? Uns irgendwie aufzuhalten und deswegen unsere ersten Punkte. Harris, Dreier-Shooter. Für uns dementsprechend stressig zu verteidigen, ne? Ja, das ist Simmons. Das war so klar. War so klar. Und Harris dribbelt in unsere Beine rein und behält den Ball. Es ist das alte Thema. Millsap, Saric. Geht nicht. Joel und ich gehen da volle Kanne drauf. Fultz. Immer noch Fultz. Steht da eigentlich schon das zweite oder dritte Mal frei genug. Ja, muss er natürlich eigentlich machen. Na, jetzt eine Harris. Millsap nimmt ihn contested, geht rein. Ah, Mann, 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 ey. 6-2. Ja, Blockfoul. Foul.
Und Saric mal mit dem ersten Ausrufezeichen, ne? In einer bisher eher durchwachsenen Partie. Oh, da stand Embiid gerade mal komplett falsch. Und Harris ist dann frei, weil ich dann den Step rausmache. Ja. Und wir ziehen das Foul. Gott sei Dank. Hätte auch definitiv nach hinten. Na, war das jetzt wirklich ein Foul? Also, kommt uns zugute, aber sah für mich ehrlich gesagt wie ein normaler Block aus. Eventuell unten ein Kontakt und nicht oben. In der NBA allgemein immer ein großes Thema. Diverse Calls, egal ob das... Jetzt muss ich erstmal drauf gehen. Habe ich. Egal, ob das der Kontakt im Laufen ist. Zum Beispiel letztens hat LeBron James erst letztens wieder einen Euro-Step ausgeführt und ist beim ersten eigentlich in den Gegner rein, aber er hat ihn halt trotzdem berührt. LeBron James hat dann das Plus 1 bekommen. Und dann natürlich, wenn wir schon bei LeBron James sind, dass die Stars mehr Pfiffe und Calls bekommen als andere Spieler. KD, LeBron, Antetokounmpo, dass auch mal ein Travel einfach überhaupt nicht gepfiffen wird. Manche Travels sind halt schon so hart, dass du die selbst ohne Zählen erkennst. Ja, der Pass war natürlich Creme de la Creme. Ja, die nächste Freiwürfe. Ja. Der zweite fällt. Generell, glaube ich, wird aber alles viel mehr aufgebauscht in der NBA, als es wirklich notwendig wäre. Ich hoffe, dass ich den Dreier jetzt eventuell... Covington ignoriert uns einfach komplett. Er ignoriert uns einfach komplett und macht dann noch das Offensivfoul. Da muss man wirklich fragen, was ist los mit dir? Ich bin auf dem Wing komplett frei, anstatt dass er den Ball rüberspielt. Unbegreiflich. Plumlee gegen Joel. Millsap. High contested. Schön. Oh, coming. Oh, das ist aber nett von dir. Das ist aber nett. Ja, ich finde es eigentlich geil, dass unterm Korb immer unsere kleinen Leute stehen. Ja, der Dreier. McConnell. Also das Spiel kann ja auch einfach sagen, wenn es mir keinen Assist geben möchte, weil dann versuche ich einfach alleine immer alles zu machen. Ne? Richtig geil. Genau in dem Moment, wo ich im Ballbesitz komme. Ja, läuft. Nimm mal gleich nochmal. Nimm mal halt gleich nochmal. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen bayerisch. Also einfach nehmen wir ihn halt nochmal. Nimm mal heute nochmal, Bur. So, erster Dreier ist auch versenkt. Das war jetzt leider mein Fehler. Fast Break. Bam, Bullseye. Und der nächste Dreier, was ist da los? Fußspiel. Also wieder 14 Sekunden auf der Uhr. So, wir ziehen jetzt einfach mit dem Drive vorbei. Zieh vorbei! Und bam! Ja, no chance. And defensively, they are on their heels every time the ball comes inside. Hey, also, was habe ich denn heute für Freiwurfprobleme? Das gibt's doch gar nicht. Fast Break? Ja, oder auch nicht. Kein Fast Break. Perseverance.
Also unser Ziel wird heute nur noch sein, einen Assist zu bekommen. Ja, jetzt war das erste Foul von mir. Unser Ziel ist einfach nur noch einen Assist zu bekommen. Alles andere ist Nebensache. Scheint uns heute einfach nicht zu gelingen. Okay, der war offensiv gespielt. Easy going. 20 Punkte nach der ersten Halbzeit. Kann man so machen. Man muss allerdings auch ganz klar sagen, die Gegenwehr der Nuggets beschränkt sich auf ein Minimum. Und Jokic mit dem Posterwise gegen Šarić. Und jetzt kommt der erste Dank von uns und die nächsten Punkte. Ja. Und mit dem nächsten Dreier starten wir rein in die zweite Hälfte. Ich glaube, die Nuggets sind ein klein wenig überfordert. Ich habe mir gerade eben die Frage gestellt in der Halbzeit, wie geht's dir dieses Jahr mit dem Schwierigkeitsgrad? Letztes Jahr fand ich es total übertrieben, besonders als Point Guard fast unmöglich so zu lösen, dass man Spiele aktiv entscheiden konnte. Und dieses Jahr kommt einem auf Hall of Fame, ehrlich gesagt, leicht vor. Also, wenn ich könnte, würde ich höher stellen, bin ich ganz ehrlich. Oh. Okay, der tut weh. Ah. Normalerweise nach so einem Block freiwillig duschen gehen. Aber definitiv freiwillig duschen gehen. Jetzt fällt mein Floater nicht rein. Mann. Ach ja, da wurde ich auch letztens gefragt. Max, wie macht man einen Floater? Kann ich total verstehen, habe ich nämlich lange auch nicht gewusst. Hab das dann irgendwann bei den Tutorials rausgefunden. Ich glaube 2K15 oder 16. Das erste Jahr habe ich da noch komplett ohne... Ja, super. Ja, da kann ich jetzt total was dafür. Dann habe ich tatsächlich komplett ohne Floater gespielt, weil ich auch noch gar nicht wusste, was ein Floater ist, um einfach mal ehrlich zu sein. Also wenn du den Ball... Oh, den Ball her. Wenn du den Ball hast... Jetzt ist in der Mitte natürlich so gut wie fast überhaupt nichts frei. Und du stehst ungefähr bei der Freiwurflinie, dann den rechten Stick einfach... Ja, für den war jetzt der Call. Ja, und dann auch noch gegen mich. Willst du mich gerade nutzen? Ja, hat sich total gelohnt. Ja. Ein Timeout innerhalb nach. Ja. Ich werde auf den Floater gleich nochmal zu sprechen kommen. Of the competition. So there you go, and as it's looking, this year's dunk contest is shaping up to be a fantastic competition. We'll keep you updated on the voting. No doubt it's going to be a good one, Kevin. Plumlee. We've got players on that list who do things that you did. Defense, die sollte reichen. So, jetzt vielleicht mal die Möglichkeit für den Floater. Nein, da steht er leider voll im Weg. Ich probiere es trotzdem. Nein. Also ein Floater führt man ja normalerweise tatsächlich aus, wenn man ziemlich gerade auf den Korb zuläuft. Man kann es auch durchaus von der Seite aus machen. Aber gewöhnlich ist es von vorne am leichtesten. Eigentlich einfach nach vorne drücken mit dem Laufstick und dann ab der Freiwurflinie den rechten nach hinten ziehen. Dann wirst du den Ball wie einen Regenbogen versuchen reinzuwerfen. Ob der dann reingeht, ist wieder was anderes. Floater jetzt. Ja, eine Technik, die tatsächlich nicht jeder in seinem Repertoire hat. Und Stephen Curry hat das zum Beispiel sehr, sehr krass drauf. Also schon stellenweise faszinierend. Da gibt es auch schon mal einen Floater over the glass. Ja. Nein. Aber das war sogar einer. Auch wenn er jetzt ehrlich gesagt ein bisschen ungewollt war. Und so eine Variante zwischen Yo, Step und Floater, okay. Falls
Ja, okay. Embiid in the corner. Ja! Ey, ohne Scheiß. Ja, gut, Embiid ist im Spiel wahrscheinlich dann. Fultz versucht selber, obwohl ich fetzenfrei stehe. Was ist denn euer Lieblingsmove zum Abschließen? Pause mir mal in die Kommentare. Normale Jumpshot, Try, Floater, Dunk, Up and Under, Korbleger, Posterize, Dunk unterm Korb. Ganz langsam gehen wir die Dinger aus. Ja, das war auch ein Versuch, aber leider ohne Erfolg. Fultz. Nee. Ich sag ja, es bleibt immer noch unser Ziel. Erster Assist. Erster Assist wird unser Aim bleiben. Okay, der war dirty. Der war wirklich leicht dirty. Wenn wir uns den noch auf die linke Hand rüberlegen und dann reinbrettern. Ja, das ist einfach unstoppable. Wir führen natürlich auch nach wie vor mit 20, deswegen. Also rein ins Vierte, es sind nur noch 13 Punkte. Ihr wisst, das ist nicht so viel, dass es nicht zu schaffen wäre. Aber wir machen gleich die nächsten Punkte. Haben gerade eben durch einen Freiwurf auf 30 erhöht. Stehen jetzt bei 32,9. Nah dran am Double-Double. Aber kein Assist. Was natürlich als Shooting Guard jetzt auch nicht unsere Aufgabe ist. Aber anhand der Möglichkeiten, die unsere Mitspieler hatten. Okay, der ist nicht schlecht von Millsap. Hätte da durchaus schon einer rausspringen können. Schön von Ben Simmons. Und da sagen auch die Jungs draußen einmal, so wird's gemacht. Ja, Ben Simmons läuft momentan bei ihm. Richtig schön zu sehen, allgemein bei Joel und Ben Simmons, beide ja verletzt, dadurch lange ausgefallen. Und jetzt läuft's auf jeden Fall. Genauso wie... Aber uns leider nicht. Kreier geht daneben. Millsap wird, ich wollte gerade sagen, der wird ihn aus der mittleren Distanz nehmen. Ben Simmons holt ihn runter. Wir spielen ihn rüber zu Covington. Der hat, glaube ich, dann den besten Laufweg für den Moment. Jetzt stehen sie wieder. Einmal kurz angefaked. Kann ich nicht vorbei. Ja, den wollte ich jetzt auch mal contested nehmen, wenn ich ehrlich bin. Hatte da die Hoffnung, dass ich den eventuell auch perfekt treffe. Und Jokic macht die nächsten Punkte rein und es sind nur noch 13. Und das ist natürlich bärenstark. Jokic kriegt sein fünftes persönliches. Wir machen ihn rein und ziehen das End One. Und machen auf den Freiwurf rein. Jokic muss jetzt wahnsinnig aufpassen. Es sind noch 5 Minuten zu spielen. Und ein weiteres Foul. Und das war's für ihn. Und Simmons mit dem Reach-In. Aber sein zweites. Also dementsprechend kein Problem. Ja, da komme ich leider zu spät. Ich hätte es zwar fast noch gerettet, aber es war dann einfach doch zu schlecht verteidigt von mir. Fultz. Ja, ist da relativ allein. Ich weiß nicht, ob ich mich da noch freilaufen kann. Ja, der geht raus. Ich finde ehrlich gesagt, dass die Nuggets ihre Stärken, also zumindest hier im Spiel, eher etwas unglücklich ausspielen.
over Schultz, and he gets contact and the whistle on the shot. Ja. Millsap kriegt da das Wurffoul. Also, Millsap würde ich auf jeden Fall viel öfters in den Post schicken. Der ist mir viel zu oft. Ja, also zu wenig im Low Post. Jokic würde ich. Millsap, die Ratte, in der Defense einfach echt nicht schlecht unterwegs. Harris, da würde ich viel mehr Spielzüge spielen, um ihn auch mal frei zu bekommen. Und dass wir dann auch teilweise vielleicht doppeln müssen. Ja, Millsap jetzt mal, aber das ist natürlich... Also wenn er solche reinmacht, dann macht er im Low Post ganz sicherlich wesentlich mehr. Jetzt kommen sie alle auf mich drauf. Jetzt kommt der erste Assist. Jetzt kommt der erste Assist. Mit Ansage. Da gibt es einmal den Behind the Back. Und dann konzentrieren sich die beiden viel zu stark auf mich. Alter, ich schwöre mal, ich habe es gerade eben gesagt. Und jetzt plötzlich rastet der im Post komplett aus. Chandler würde ich viel öfters als Blocksteller einsetzen. Gut gemacht. Es ist immer blöd, sich selber zu loben, aber der war echt okay. Ja, Millsap ist jetzt natürlich gerade eben on fire. Nelson, da kenne ich leider die Stärken, ehrlich gesagt, nicht so. Ja, Jokic ist ein Monster unterm Korb. Er ist ein Monster und Joel hält dagegen. Ja. Fultz. Joel hat ihn wieder. Joel wird ihn reinmachen. Und deswegen führen wir wieder mit 15 Punkten. Nelson. Harris. Millsap. Chandler. Ja, sie haben jetzt gerade eben viel Bewegung drin. Das hatten sie jetzt die ganze Zeit nicht. Chandler ist natürlich da draußen verloren. Verlorenes Materialpotenzial. Und ich bin der Meinung, dass das ein Block war. Schauen wir es uns nochmal an. Ich bin. Ja, oder wir schauen es uns nicht nochmal an. Okay. Sah für mich nach einem Block aus, wenn ich ehrlich bin. Aber von hinten drüber greifen, ja. Ist eh immer gefährlich. Und nahe am Rande des Over the Backs. Wenn jetzt natürlich so drauf geht, dann wird das eine lustige Geschichte. Simmons macht halt genau den Step raus, den ein Simmons nicht raus machen sollte. Ja, wir legen den rein. Ich hätte da zwar eigentlich gerne einen Dank gesehen, aber kein Dank. Das Geile ist, ich glaube, wir spielen als nächstes gegen Phoenix und auch ein Team, also von denen habe ich ehrlich gesagt sogar noch mehr erwartet als von den Nuggets. Aber das ist nicht so, also nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber quatschen wir dann in der nächsten Folge drüber. Ich glaube, es ist Phoenix und dann spielen wir gegen die Spurs. Und ansonsten, hey, ihr könnt immer gerne in die Kommentare schreiben, wie es beim aktuellen Team aussieht, gegen das wir spielen, weil ich komme leider überhaupt nicht so viel dazu, Spiele zu gucken, wie ich das eigentlich geplant hatte. Aber noch 1:49 auf der Uhr, da muss jetzt schon einiges passieren, dass die Nuggets uns da tatsächlich noch gefährlich werden können. Wir werden jetzt natürlich drauf gehen. Und ja, wenn einer die Zeit von der Uhr nimmt, dann bin es definitiv ich. So,
Ja, ich wollte gerade schon sagen, Simmons vielleicht mal mit einem echt tiefen Mitteldistanzwurf, aber ja, leider nein. Jokic. Defense ist da. Und ich hab ihn. Double, double. Šarić, Fultz, ich nehme ihn, ich mache ihn und jetzt bitte einmal die Lichter ausmachen, auch Jalousien und so weiter runter, damit nachts keine Störenfriede reinkommen in eure Halle. Das war jetzt definitiv der Todesstoß. Jetzt geht's nochmal schnell in die andere Richtung. Oh, solche Dinge muss ich natürlich reinmachen. Harris gibt nochmal Gas. Kriegt nochmal die Defense, aber Millsap steht da. Aber jetzt wissen auch die Nuggets, dass es vorbei ist. Kommen nicht mehr nach vorne. 42 Punkte, 10 Rebounds und ein Assist. Es war unser Ziel, ein Assist. Ja, den machen wir auch noch rein. Und ich glaube, ehrlich gesagt, damit stellen wir unser Career High ein. Wenn ich mich nicht täusche, war das bei 43 Punkten. Ich glaube, wir müssten jetzt drüber sein. Wir müssten jetzt drüber sein. Und ehrlich gesagt, ich habe nichts dagegen. Oh, ich hab gedacht, der geht noch. Für die Quote natürlich jetzt nicht ganz optimal, aber ansonsten. Kann man das schon mal probieren? Wir gewinnen souverän gegen die Denver Nuggets mit 87 zu 71. Schwacher Auftritt, ehrlich gesagt. Ich glaube, der Einzige, der so wirklich überzeugt hat, war Jokic. Am Ende Millsap. Aber zwischenzeitlich, also von Nelson, Barton, Chandler, da war einfach viel zu wenig zu sehen. Second Unit habe ich jetzt nicht so mitbekommen, weil ich da natürlich auch eher selten auf dem Feld stehe. Ja, da hagelt es wieder die Punkte. Well, that basket must have looked as big as a rain barrel tonight. How did you keep that offensive flow going all game? You know, honestly, DA, you know, I don't know how all those shots went in. I mean, you know, my teammates, they just kept looking out for me every trip down the floor, and you know, I just didn't want to let them down, so I just kept shooting. You know, if it weren't for them, I definitely would not have scored as much as I did. So, you know, I love playing with these guys. Well, I'm sure the feeling's mutual. Congrats on the win, guys. Thank you, David. Great interview once again. And that about wraps it up. Na, ich habe jetzt absichtlich nicht arrogant geantwortet. Simply wonderful tonight, DJ Amazo. I'm sure you say that to all the superstars, boo-boo. Man. Also, das war unser Match gegen die Denver Nuggets hier ohne Chance. Wie gesagt, am Anfang der Saison lief es für die Nuggets tatsächlich nicht so, wie ich mir das persönlich erwartet habe. Jetzt in den letzten Spielen tatsächlich einige sehr, sehr souveräne Siege. Ich möchte das jetzt nicht untergraben, weil gerade eben bin ich da eher weniger drauf eingegangen. Ich meine, gegen die Pelicans haben sie, glaube ich, einen 30-Punkte-Blowout. Die Magic haben sie auch relativ souverän, ich glaube, mit 20 aus der Halle geschossen. Und ansonsten sehr, sehr viele Siege. Also, sie stehen auf jeden Fall nicht schlecht da. Ansonsten, glaube ich, muss man trotzdem realistisch sein, dass die Nuggets es zwar in die Playoffs schaffen werden, das glaube ich schon, aber so gesehen dann keine größere Rolle spielen werden. Wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob dir vielleicht irgendwie was auffällt, spieltechnisch, was man verbessern muss oder etc. Ich versuche mir jetzt echt auch mal wieder ein Spiel reinzuziehen. Ich habe jetzt gerade eben mal so den Table vor mir. Als nächstes geht's gegen die Lakers. Also jetzt mal nicht von der Aufnahme ausgehen, sondern was ich gerade eben so vor mir habe. Aktueller Tag. Dann gegen die Kings und dann geht's gegen die Rockets. Gegen die Rockets, 23.11. Das wäre doch eigentlich mal ganz interessant. Ja, also, ich sage vielen Dank fürs Reingucken. Unser Handy vibriert. Wir werden gucken, wie es mit unseren Verträgen aussieht in der nächsten Folge. Und wir werden definitiv zocken. Wir werden jetzt allgemein mal wieder ein bisschen mehr zocken. Ich habe letztens nämlich einen geilen Kommentar bekommen von jemandem und da hieß es, hey Max, also irgendwie änderst du deinen Style öfters als eine Frau. Das lasse ich natürlich nicht auf mir sitzen, nein. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und gefallen, souveräner Sieg. Und das nächste Mal, nicht, dass ich dir jetzt erzähle, gegen Phoenix.
und dann gegen die Spurs. Und dann schauen wir, wie es weitergeht, eventuell sogar gegen die Pistons. Denn über die gibt es momentan auch einiges zu erzählen. Die stehen nämlich wesentlich besser da, als eigentlich erwartet. Ich bin jetzt aber erstmal raus. Dein Max. Ciao.